So, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge, einer neuen Baufolge in Twin Peaks. So, was hat denn der Bambi hier schon wieder gemacht? Ja, mit seinem wunderschönen Holz, was er hier einfach hingebaut hat. Und zwar, ich wollte einfach nochmal gucken und testen. Genau da ist es. Das, was ich haben wollte. Ja. Wo der Komet runterkommt. Und zwar, da ist es auch nochmal. Hier ist immer noch, ich sag mal, hier ist immer noch eine kleine Schwachstelle. Wenn da der Spawn kommt, der kommt ja meistens von da oben ein bisschen und von hier unten. Und die wollen immer auf Verstärker A. Und das ist immer noch eine ganz kleine Schwachstelle bei mir und das finde ich nicht ganz so prima. Hier oben haben wir ja einen wunderschönen Feintunnel mal gebaut, ihr habt. Genau, das ist, wenn sie von hier unten kommen, ja. So, und hier will ich das jetzt alles. Oh, hier ist was kaputt. Hier will ich das alles jetzt noch ein bisschen erweitern. Und zwar überall, wo jetzt Holz ist, wird es. Das Holz wird jetzt ausgetauscht, ja. Das war jetzt nur zur Kontrolle, zum Verwendungszweck, ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Ich muss nur mal gucken. Wo denn, wo denn, wo denn? Ah ja, da ist also noch ein zweiter Komet. Interessant. Okay, das hier kann ja sowieso weg. Hier werde ich nichts mehr hinbauen. Das hier werden wir mal kurz abreißen, weil hier haben wir ja da alles voll gebaut, ja? Das haben wir alles schon mal in den Folgen gemacht. Das hier kann theoretisch auch weg. Und das hier auch. Hier wird... Obwohl, warte mal. Es ist halt schwierig, hier was zu bauen. Jetzt weiß ich gar nicht. Bleibt diese Wand hier stehen? Wenn diese Wand hier stehen bleiben würde, bei einem Kometeneinschlag, wäre das vorzüglich. Okay, hier, das hier kann weg. Pass mal auf. Was ist denn hier los? Aha, okay. Das heißt schon mal. Warte mal, jetzt können wir es gucken. Und? Die bleibt stehen. Wunderbar. Gut, dann kann ich das machen, was ich hier vorhatte. Dann kann ich jetzt hier einen wunderschönen Feintunnel machen. Ja. Es ruckelt gerade. Das ist diese ekelhafte Lava. So, pass mal auf. Zack, zack, zack. So, das hatte ich vor. So, denn das, das, so. Dann kann ich das quasi hier nochmal erweitern. Hier kann ich leider nichts hinbauen. Oder ich muss das aus einen lassen. Das geht natürlich auch. So. Zack, zack. Ja. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich vor... Aua, aua, warte, ich muss mal ganz kurz hier zur Seite. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich vorhabe. Okay, das hier geht halt nicht ganz so. Hier könnten wir aber... Ja, das können wir so machen. Und hier... Muss ich mal gucken, ich habe so viele Fallen. Doppelt und dreifach teilweise sogar, weil ich die noch aufgewertet habe. Und ich habe... Willst du eine Bohnenstacheln? Finde ich total genial, diese Dinger. Habe ich komplett auf legendäre Perks gezogen. Ja. Jetzt muss ich noch mal gucken, welche hier die etwas stärkeren sind. Und zwar, das sind die hier. Davon habe ich noch 12. So, zack. Wo ist der eingeschlagen? Daneben, ja. Okay, das hier kann auch weg. So. So, und hier machen wir jetzt natürlich einen wunderschönen, heftigen Fallengang. So, machen wir so. Achso, hier geht ja nichts mehr. Und hier machen wir wieder die, Wandpfeile. So. Hier, das sind die starken. Die packe ich hier rein. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, man kann hier hinten natürlich jetzt so volle Kanauschalen gehen. Und ich kann jetzt die einziehbaren Bodenstacheln hier reinpacken. Ich finde das aber nicht verkehrt, wenn die hier auch nochmal langsam gemacht werden. Und hier nehme ich die O-Wounder. Und zwar die Deckengasfallen. Und da ist ja schon was dran. So, aufwerten tue ich wieder später. So, das ist einmal von hier. Wie oft denn jetzt noch? So, hier werde ich einfach das hier ranpacken. Aus dem einfachen Grund, weil hier kann ich, hier vorne kann ich eh nichts bauen, hier kann ich auch nichts drüber bauen. Das heißt, hier kriegen sie einfach nur von der Seite noch ein bisschen Schaden, was hier durchkommt. So, das kann weg. Wie das immer so schön ruckelt, wenn hier die olle Lava hochbrecht. Obwohl ich das... Man könnte es auch theoretisch hier so lassen, einfach nur um diese Lava hier zu beseitigen, ja. Dass man hier nicht reinrutscht aus Versehen. Hier vorne kann ich leider nichts mehr hinbauen, was eigentlich schade ist. Das hier ist, glaube ich, auch ein bisschen für einen Käsekuchen gewesen. So, dann können wir hier hochgucken. Warte mal, jetzt muss ich da mal ganz kurz überlegen, wie war denn hier der Spawn? Ich glaube, der war direkt hier oben drauf, ja. Okay, hier fliegt auch kein Komet hin. Das heißt, hier, die kann ich alle wegnehmen. Oder ich könnte es auch lassen und sie würden automatisch kaputt gehen irgendwann. Sobald die da spawnen ist.
Ich muss überlegen, wie hier der Spawn war. Und nein, ich gucke nicht und google nicht nach, wo der Spawn überall war in Twin Peaks. Aus dem ganz einfachen Grund, ich möchte das Spiel gerne selber entdecken. Ich möchte selber alles herausfinden. Und ich möchte auch selber Fehler machen. Das ist mir, glaube ich, das Wichtigste. Ich würde gerne selber Fehler machen wollen. Pass mal auf, wir machen das ganz einfach so. Ja. Und zack. Und hier würde ich ganz gerne einfach das so hinpacken. So. Einfach nur, um zu sagen... Ihr kommt hier nicht durch. Ihr kommt hier nicht durch. Geht doch bitte hier unten lang. Ja? Das ist der einzigste Grund, warum ich das jetzt so mache. Theoretisch könnte ich jetzt hier auch nochmal so... So machen. Die könnten zwar immer noch hier von der Seite durch. Könnte das theoretisch auch nochmal hier... Ich weiß nicht, ob die Wände stehen bleiben. Da habe ich jetzt gerade echt keine Ahnung. Es wäre natürlich nicht verkehrt. Und ich glaube, hier oben drauf bauen... Es wird, glaube ich, nichts bringen. Darum lasse ich das zuerst mal. Hier kann ich auch trotzdem Wandpfeile ranklatschen. So, zack, zack, zack. Komm, meinetwegen wert man hier auch eine Runde schon mal auf. So. Hier werden Wandpfeile rankommen und hier werde ich ein paar Dynamos ranpacken. Ich hoffe, dass da keine Feuergegner kommen werden an dieser Stelle. So. Warum habe ich hier eigentlich die Schrägen rangebaut? Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Zombies nicht quasi hier lang gehen. Ja, und denn die Wandkatapulte gar nicht ausgelöst werden, sondern sie müssen quasi auf der linken Seite lang gehen. Aber ich denke mal, das ist selbsterklärend. Ich muss nur aufpassen wieder auf meine Gebäudedings. So, theoretisch kann man hier noch eine Decke rüberziehen und könnten sogar das ganze Areal noch ein bisschen... Da ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie der Spawn ist. So, und das machen wir einfach mit Gasfallen. Zack, 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 zack. Ja, so tun wir das. Ich denke mal, hier wird keiner durchfallen, oder? Ne, ich glaube, ich... Ich hänge gerade selber, okay. So, dann klatschen wir das alles voll. Machen wir ein bisschen schönen Spawn-Killing. Hier können wir theoretisch noch ein Verbindungsstück draufsetzen, falls hier irgendwas kaputt gehen sollte. So, und hier werden wir auch noch mal eine Gasfalle setzen. So, dann werfen wir die ganze Kiste mal ein bisschen auf. Doch, 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 doch. So, so. Das da oben noch, glaube ich. Und dann haben wir, glaube ich, alles hier. Ne, warte mal hier. Wand noch. Das hier ist noch dabei. Ich glaube, den haben wir aber alles, ja? So, das ist fertig, das ist fertig. Da oben noch, genau. So, dann hier unten noch ein bisschen. Das, was wir quasi gerade ganz frisch gebaut haben. Hier noch, ja? So, das haben wir jetzt alles. Ich glaube, das müsste jetzt soweit klappen. Jetzt müssen wir natürlich gucken... Oh, hier haben wir noch was. Müssen wir natürlich gucken, wie wir das hier unten noch ein bisschen aufhalten. Weil hier kommen echt viele Gegner und das ist hier nur Unterstützung. So. Theoretisch könnte ich sagen, ich tue das mal so. Das hier werden wir mal alles wieder abreißen. So. Warte mal, ich tu mal so. Warte mal, ich weiß jetzt, hier könnte noch eventuell ein Spawn sein und da noch, ja? Ich glaube, das ist okay. So, machen wir hier noch ein paar Pfeile ran. Machen wir hier noch ein paar Deckengaspfeile ran. Klack, klack, klack. Hier können wir das alles aufwerten. Hier können wir schon wieder abreißen. Unmöglich. Nein, so unmöglich ist das, glaube ich, gar nicht. So, da ich ja sonst hier nicht mehr großartig hochkomme, werde ich das gleich mal alles fertig machen. Okay. Okay. Mr. Herr Machtbasis Keil. So, und hier werde ich mal versuchen, irgendwie einen Fallentunnel zu machen. Aber hier ist halt genau der Spawnpunkt. Das ist halt das größte Problem, was ich habe. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache hier einfach einen Tunnel hin. Da hier genau der Spawnpunkt ist. Ungefähr hier so ist der Spawnpunkt. Wie kommen sie alle ran, die... Krabbits. Ich bin gerade an überlegen, wie ich es am besten mache. Theoretisch müsste ich mir jetzt sagen, ich müsste das mit der Treppe runterziehen. Weißt du wie? Okay, ich tue das so und dann habe ich hier alles überdacht.
Muss ich nur gucken, dass ich hier den Kometen wunderschön treffe. Warte mal, wenn die da oben spawnen, ja? Wenn die da oben drauf spawnen, müsste ich eventuell hier nochmal eine gerade. Machen wir nochmal ganz kurz Holz. So. Und hier, dass es einfach nur hübsch aussieht. So. Ich will nicht halt, dass die da oben drauf laufen. Ja. Das ist gerade meine Begierde. Aha. Und hier, das hier wäre auch Quatsch, wenn ich jetzt hier. Obwohl ich sie schon gern abfangen würde hier vorne. Lasse mich mal überlegen. Wie machen wir es am schönsten? Hier können wir so durchjagen. Wie könnte ich das so tun? Warte mal, das machen wir von außen. Wir probieren es einfach mal. Und hier, zack. Und das hier könnte ich dann sogar zukleistern, komplett. So. Und hier werden wir so tun. Ja, wir kicken die nach hinten quasi weg, sodass sie rumlaufen müssen. Hier dürfen sie durchgehen, aber kriegen halt eine Menge Schaden ab. So tun wir das. Ich denke mal, so ist das okay. So, dann können wir hier noch ein bisschen upgraden. Jetzt wollen wir gerade einmal noch hier oben stehen. Nein. Doch, doch. So, und was auch nochmal in den Kommentaren ganz oft jetzt schon drin stand, ja. Du Bubble, Irre, ich bin schon weiter wie du, obwohl ich ein kleineres Level habe. Es ist komplett richtig und das kann auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er das gerne handhaben möchte. Ich habe mir als persönliches, also das ist mein persönliches Ziel gesetzt, ich will immer das Level sein von den Gegnern. Ja, das heißt, der nächste Schwung, die nächste SSV, das ist ja die SSV 5, da sind die Gegner auf 94 und ich bin jetzt auch Level 94. Das heißt, ich kann jetzt langsam anfangen zu planen. Die nächste SS5. Ich habe schon überlegt, mache ich die SS5 komplett alleine? Oder mache ich das mit den anderen zusammen? Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie jetzt die anderen Zeit haben. Warte mal, bevor ich jetzt alles abreiße. Hier kann ich ja nicht hinbauen. Aber hier kann ich bauen. Ja? So, das geht ja. So, meinetwegen so auch noch. Hier kann ich noch ein bisschen Spawn-Killing betreiben. Hier kommt der Komet runter. Genau, hier ist er gerade. Genau. Jetzt könnte man sich natürlich noch überlegen. Man könnte das komplette Feld einmal ringsrum einzäunen, aber ich glaube, das ist. Ach komm, wir machen's. Das wäre der Geiz. So. Ja, jetzt haben wir genau quasi den Kometen rausgenommen. Okay, ist doch 3x2. Okay. Und so, hier ist ja halt der Spawnpunkt. Das heißt. Tun wir mal so. Hier habe ich extra eine Lücke gelassen wegen die Smasher. Die Smasher passen hier nicht durch. Ja, das heißt, ich lenke ihn mit Absicht hier rüber. Warte mal. So, zack. Könnte man so tun. Komm da nicht hoch. Ja. Warte mal, wir könnten auch. Ich meine, das wird ja nicht mehr ganz so hübsch sein. Warte mal, wir machen mal hier die Treppe nochmal weg.
Soll ich jetzt nicht alles einstürzen, weil da hätte ich jetzt gerade Arschkarte gehabt. Ich mache das so, dann haben wir jetzt mehrere Verbindungsstücke sogar, ja? Und weil das hier... Könnte man hier nicht noch ein Feindings draus machen? Warte mal, wo ist denn das? Ach komm, hier. Was soll der Geiz? So, ja? So tun wir das. So. Und dann können wir hier noch eine Decke, so. Zack. Zack und zack. Und hier können wir die Pfeile wieder ranmachen, zack. So, aufwerten, aufwerten, aufwerten. Nein. Doch. Sag doch nicht immer nein. So, was wir hier schon machen können, ist das hier. Ah, wieder so viele Rohstoffe. Wo bin ich denn gerade eigentlich stehen geblieben vom Thema? Ja, ob ich die alleine mal halt mache, ja? Das ist die große Frage. So, hier, das hier muss ich auch nochmal abändern. Hier könnte ich sogar noch einen ganz kleinen Timeout-Tunnel reinzimmern. So, zack. So, zack. So, das sind die guten. Das ist da, das ist da. Das passt schon. Die machen wir einfach so hin. Das passt, das passt, das passt, das passt, das passt. Das hier vorne kann, glaube ich, weg. Das weiß ich jetzt nicht, ob da der Spawnpunkt wieder ist. So. So, dann können wir, guck mal, hier eine Runde schon mal aufwerten. Unmöglich. Na, so unmöglich ist das gar nicht. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann das nicht, ich bin da nicht reif dafür. So, einmal aufwerten, die ganze Hüppe. Wie viel Metall haben wir noch? Ja. Wird ja noch gut reichen. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Nein. Dann gehen wir mal hier die zweite Runde. Unmöglich. Ach, sei doch ruhig. Sei doch ruhig. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Nein. Doch. Pass mal auf, hier machen wir sogar noch Wandpfeile ran. Zack. Ja. So, das können wir wegmachen. So, hier den ganzen Fußboden. Okay, den werde ich in Offscreen wegmachen, ja. Den ganzen Holzfußboden. Den machen wir mal in Offscreen weg. So, hier müssen wir noch was aufwerten. Zack. Hier noch, genau. Aua. Genau. Warte mal, hier werde ich aber noch... Noch eine Falle ranklatschen. So, das passt, das passt, das passt. Bin ich nochmal hochgehüpft, ja. So, das können wir nochmal aufwerten. Gut, ich glaube. Ist hier alles fertig? So, jetzt ist alles fertig. Können wir das hier auch wegmachen? Damit es original aussieht. Originale. Okay, ich glaube, das ist jetzt hier echt eine coole Ecke geworden. Die können wir meinen, können wir sogar noch hier ranklatschen. Einfach nur, dass die Gegner noch ein bisschen langsamer werden. Aber das passt eigentlich. Das ist eigentlich ganz hübsch zusammengebaut hier alles. Wie viele Teile haben wir noch? 400 Gebäude dürfen wir noch machen. Okay, es zählt immer nach. Das ist irgendwie, ist das doof gemacht, dass das nicht live ist, quasi dieser Zähler. Guck mal, jetzt haben wir 399, obwohl wir gerade was weggerissen haben. Es wird halt weniger anstatt mehr. Ja, guck mal hier. Zählt immer noch nach. Lava-Bombe nährt sich, ja. Danke. Danke für die Gefahr. Jetzt mache ich sogar das Holz wieder weg, obwohl ich es eigentlich schon offscreen machen wollte. So, und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch eine Baufolge machen müssen. Und ob wir die SSV5 komplett alleine sogar durchruppen wollen. Bin da immer ein bisschen unschlüssig. Weil, wenn ich starte und es geht mir alles kaputt, ja, dann habe ich eine Arschkarte. Aber ich sag mal so. Wir haben bisher von SSV1 in den Steinwald bis jetzt noch nicht eine Verteidigung verloren und wir haben noch nie großartige Verluste gehabt. Ja, es ist irgendwo ist meine Wand kaputt gegangen oder irgendwo ist meine Falle kaputt gegangen, ja. Aber es war noch nie so, dass wir irgendwie eine Verteidigung verloren haben und hier massive Gebäudeteile kaputt gegangen sind. Ja, das war echt noch nie der Fall. So, pass mal auf, das mache ich jetzt einfach noch fertig. Es sind hier noch 4 Gebäudeteile. So. Wir treffen immer auf der Schwachstelle, dann geht das auch schön schnell. So, zack.
Zack, zack, zack. Okay, man müsste halt hier nochmal gucken, wo genau der Spawnpunkt ist. Vielleicht kann man hier wirklich noch, noch eine Reihe legen und so. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Der Motorhammer. Okay, pass mal auf. Also hier bin ich gerade ganz glücklich drüber. Hier könnte man sogar nochmal sagen, pass mal auf. So, zack. Hier könnte man sogar nochmal Wandpfeile ranklatschen. So, ja. Genau dasselbe könnte man hier auch nochmal machen. Jetzt sind die sogar miteinander verbunden. Jetzt werden die immer gleichzeitig schießen. Und theoretisch könnte man dasselbe auch nochmal hier machen. So. Aua! Also. Juri. Unmöglich. Ach, sei doch ruhig. Komm, mach fertig. Mach fertig. So. Und dann könnte man nochmal, das werde ich auch in Offscreen machen. Ich weiß noch nicht, ob es noch eine weitere Baufolge geben wird. Das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Ich muss mal gucken, was überhaupt noch notwendig ist. Was könnten wir noch eventuell einbauen? Aus welchen Ecken besteht denn die größte Gefahr? Ja? Doch, doch. So. Ja, alles aufgewertet. Das passt, das passt, das passt. Okay, da bin ich eigentlich echt zufrieden gerade mit. Ich hoffe, dass das auch so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle. Juti, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir gucken mal, ob wir noch eine weitere Baufolge machen oder schon die nächste, oder die nächste SSV. Da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, wie es hier gerade ringsrum einmal aussieht. Guck mal, hier habe ich noch gar nichts aufgewertet. Was ist denn hier los? Boah, was ist das hier für eine Schlampigkeit hier? Juti, bis dahin, haut rein, tschüss!